Also ja, um die Palastwache hier tut's mir nicht leid, weil da läuft sie ja schon wieder. Aber um die... Um Jared hier tut's mir leid. Den wollte ich eigentlich nicht unbedingt abboxen. Keine Ahnung, warum der Aggro auf mich war. Vielleicht reicht das sogar schon fürs Level ab, dass wir gleich das nächste Gladiatorentraining machen könnten. Stadt. Nadini ist übrigens komplett verschwunden. Also die mir den ganzen Tand andrehen wollte. Wahrscheinlich, weil ich ihre Zerbietenträne gekauft habe. Was gut ist, dass ich sie kaufen konnte. Was kann die... Habe ich irgendwas vergessen? Ach, zu Seth soll ich erst zurück. Okay. Ach ja, und die Quest. Der Puppenspieler der blauen Rosen in Pyria ist tatsächlich eine Assassinengilde. Der bescheidene Bürger, der es leitet, hat einen Auftrag für euch. Entscheidet euch, ob ihr Seth unterstützt oder euren Auftrag ausführt und ihn töten wollt. Seth, euer Ziel scheint in Schwierigkeiten zu sein. Wie es scheint, konnte er seinen Auftrag wegen eines Hustens nicht ausführen. Und soll nun sterben. Entscheidet, ob ihr ihn tötet oder ihn lieber helfen wollt. Tötet Seth. Führt den Auftrag aus und tötet Seth Dundred. Dringt ihr die Garnison im Ostflügel des Palastes ein und tötet General Ymir. Führt nur den ursprünglichen Auftrag von Seth aus und tötet Ymir. Lasst eure blaue Rose am Ort der Tat zurück, um ein Zeichen zu setzen. Haben wir gemacht. Kehrt zurück zu Seth im Bazar von dem Pirat, berichtet von Ymirs Tod. Ja. Ihr habt ihm ja sein Geschenk gebracht. Berichtet uns, Seth, dass ihr Erfolg hattet. Ich muss also erst Seth berichten. Ymir hat sein Geschenk bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr nun verdammt gut oder verdammt wahnsinnig seid. Aber ihr habt es geschafft. Das vergesse ich euch nie. Und ich glaube, die Leute hier sind auch froh, diesen Bluthund Ymir endlich los zu sein. Geht zurück zum Puppenspieler. Berichtet ihm. Vielleicht hebt er den Blutbann gegen mich auf. Ihr solltet trotzdem von hier verschwinden. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Danke abermals, Freund. Ich wünschte, ich könnte euch entlohnen. Lebt wohl. Jetzt solltet ihr euren Husten behandeln lassen. Leider ist das mit einem Verband und ein paar Wadenwickeln nicht getan. Ich müsste einen teuren Heiler aufsuchen. Deswegen habe ich ja diesen verdammten Auftrag angenommen. Die Belohnung wären nämlich die 2000 Gold gewesen, die ich brauche. Gut, das sollten wir uns merken. Oder wir sollten einfach Tant verkaufen. Mal gucken, ob wir auf 2000 Gold kommen. Haben wir hier einen Händler, der uns eher Waffen abkauft? Ja. Also ein paar Sachen wie zu viele Myrmidons können wir verkaufen. Wir können auch zwei von den Kugeln verkaufen und ein paar von denen. Urhölzer können wir alle verkaufen. Trollspalter zwei Stück. Sterndolche verkaufen wir mal auch. Zwei und einen Säbel. Man kann zwei verkaufen. Da unten ist noch einer. Da, so Keulen brauchen wir erst recht nicht. Wie viel haben wir von denen? Vernichter brauchen wir höchstens einen. Dämonischer Vernichter auch nur einen. Spalter nur einen.
Ja, dein Tod. Davon brauchen wir auch nur einen. Aschetänzer und der Ogersteher, die können auch weg. Speer können wir auch wegkaufen. Wirbelwind können wir auch alles verkaufen, bis auf einen. Hier, Funkenschilde können wir zwei wenigstens verkaufen. Hier ein paar verkaufen, so. Eine Schwertmeisterrüstung verkaufen. Von den Roben können wir drei Stück mal verkaufen. Hier können wir eine verkaufen. Hier können wir einen verkaufen. Rotlederbeinlinge verkaufen wir auch mal einen. Abenteurerkappe können wir eine verkaufen. Ja gut, Sonnenlichte sollten wir mal ein paar behalten. Aber wir haben wieder Geld gemacht. Was gut ist. Sind ein bisschen zeuglos geworden, was auch gut ist. Wir können Sef Geld geben. Mal gucken, was das bringt. Jetzt. Leider ist das mit einem Verband. Deswegen habe ich... Dann nehmt meine 2000 Gold und kuriert euch aus. Das kann ich nicht annehmen. Nun nehmt es, bevor ich es mir anders überlege. So etwas hat noch nie jemand für mich getan, ich... Nun geht schon, alter Haudegen. Danke, Runenkrieger. Mögen die Götter euch schützen, an welche auch immer ihr glaubt. Gut, Sef ist weg. Wir haben sogar Stufe 44 dadurch erreichen können. So. Ja, wir haben noch 6 Level-Ups. Wenn ich bei den nächsten beiden Level-Ups hier 4 Punkte... Und hier 4 Punkte und hier jeweils 1 Punkt reinpacken, kann ich die steigern und hier steigern. Also so oder so ähnlich sollte das klappen. Habe ich jetzt irgendeinen Zauber, den ich benutzen kann und vorher nicht benutzen konnte? Nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall jetzt zurück. In die Unterstadt. Ja, schade, dass wir das beim Phönixkrieger irgendwie vergessen haben. Also übersehen hatten. Was kann dies... Seth lebt. Wie überaus ineffizient von euch. Nun wird diesem bescheidenen Bürger nichts anderes übrig bleiben. Aber ich habe seinen ursprünglichen Auftrag ausgeführt. Irmir hat sein Geschenk erhalten. Ah, wie wundervoll. Endlich ist dieser Popanz aus dem Spiel. Und was wird aus Seth? Seth wird nicht mehr für euch arbeiten. Aber er lebt. Nun gut, dann sei es so. Aber ihr habt versagt. Ihr könnt der blauen Rose nicht beitreten. Solcherlei Weichherzigkeit ist nicht akzeptabel. Aber ihr sollt wenigstens für den Auftrag entlohnt werden, den keiner meiner Spieler erfüllen konnte. Hier unser Zeichen. Die blaue Rose, geschliffen aus Saphir. Sie ist sehr wertvoll. Nur die Meister unter den Puppenspielern erhalten sie. Nun wünscht euch dieser bescheidene Bürger noch einen schönen Tag. Lebt wohl und empfehlt uns weiter. Ja. Gut. Ich habe eine Saphirrose erhalten. Das ist das schöne Stückchen hier. Erfahrungspunkte habe ich dadurch nicht erhalten. Aber wenigstens dadurch, dass ich Seth geholfen habe, das erlaubt es mir, erstmal Weinbrand zu kaufen für
unseren Meistergladiator. Den hat er mal wieder verdient, den Schluck. Und dann... Also Branntwein, nicht Weinbrand. Das sind zwei verschiedene Sachen. Können wir uns gleich wieder mit ihm anlegen. Branntwein. Das ist sogar der letzte Branntwein, den der Händler hatte. Ja, hier sind ein Haufen Palastwachen. Das hat ihm ja aber nichts gebracht. So, Zirkusviertel. Oh, und ich könnte noch Shazam sagen, dass seine Tochter wieder sicher ist. Ich glaube, das habe ich nämlich auch noch nicht getan. Und ich habe gerade wieder mal jemanden beklaut. Kugel des Universums. Ah, Freund! Ich weiß, wer die Mädchen geraubt hat. Ist das wahr? Wer? Wer ist das Monster? Eine Kreatur, halb Spinne, halb Mann, die wohl mit Vorliebe Mädchenfleisch verzehrt. Ich habe das Wesen erschlagen, aber das wahre Monster war der Kaiser selbst. Der Kaiser? Er hat der Kreatur die Mädchen zuführen lassen, um sie bei Laune zu halten. Sie wurden wohl von des Kaisers eigenen Leuten entführt. Wie schrecklich. Das kann ich nicht glauben. Unmöglich. Ihr müsst euch irren. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Das Monster ist tot. So oder so. Es ist vorbei. Dann kann meine Fatma also endlich wieder spielen gehen. Ach, wird sie glücklich sein. Danke, Freund. Gut. Ja, dafür haben wir Erfahrungspunkte erhalten. Wenn auch nicht viele. Zauberfeuerball Stufe 13. Hey. Yay. Ist das nicht Branntwein da in eurer Tasche? Ihr habt gute Augen. Zumindest was Branntweinflaschen angeht. Wie steht's, Kamerad? Könnte ich wohl einen Schluck bekommen? Ja, bedient euch. Ihr seid ein wahrer Kamerad. Auf euer Wohl! Und leer ist die Flasche. Eure Kehle steht wohl eurem Schwertarm in nichts nach, alter Mann. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Ich bin müde. Lasst mich zufrieden. Ich denke vielmehr, ihr zittert vor Furcht und versteckt euch hinter dieser Branntweinflasche. Was? Ich und Angst? Ich zeige euch gleich, wer ihr Angst hat. Dann trefft mich in der Arena. Gut. Oh, da habe ich wieder jemanden beklaut, mitten während er an mir vorbeigegangen ist im Dialog. Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Achtung! Oh ja, jetzt benutzt Uzakan ja Zersetzungszauber gegen uns. Verteidigt euch! Vorsicht!
Zurück mit euch! Achtung!